Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Dragon Age 2. Letzte Episode, wir sehen am da liegen. Nicht dahintern! Das ist nicht so, boah, so eine Wirbelsäule und so. Boah. Ja, das, meine lieben Leute, ist Orsino, der irgendeine komische, blöde Aktion gemacht hat, dass er jetzt tot ist. Er hat Blutmagie angewandt und hat sich dann gegen uns gestellt. Hat er davor. Und wir versuchen zu flüchten in die anderen Zirkeln, ne? Damit wir das alles erzählen können und vielleicht eine kleine Armee oder so aufbauen. Hallo? Ich habe mich ja gefragt, was ist, wenn ich mich auf Meredith ihr Seiten gestellt hätte, wäre ich dann quasi mit den Templern in die Halle reingelaufen, um gegen Orsino und die Magier zu kämpfen. Dann hätte ich halt auch quasi gegen einen Orsino kämpfen müssen. Als verwandelte Bestie, das würde dann mehr Sinn ergeben irgendwie, dass er sie verwandelt, finde ich. Wo laufen die alle hin? Ja. Nein, sind nicht. Jetzt ist er weg. Aber naja, ich weiß es nicht. Und dann wäre ich jetzt wahrscheinlich. Vielleicht wird dann Magier geflüchtet so. Und ich muss jetzt die da hinterher in die Zirkel, um alle umzubringen oder so. Das wäre eine Sache eigentlich, ne? Aber ist halt schon arg, ne? Dass die Meredith da wirklich jetzt alle Magier da einfach umbringen mag. Oh. Das ist halt auch nicht der richtige Weg. Ui. Oh, Sandel! Was? Oh. Okay, Sandel, was du das? Ich bin sehr stolz auf die. Verzauberung? Es ist so cool, der Sandel, ne? Er ist halt so ein bisschen zurückgeblieben, aber irgendeine geheime Fähigkeit hat er, ne? Also. Auf jeden Fall mal Plunder verkaufen. Warte mal. Lieber Sandel. Ja, genau. Ich habe ja Geschicklichkeit jetzt gelevelt, wo wir da jetzt Level Up gehabt haben in der, also zwischen den zwei Folgen. Das ist schlecht. 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 Cool. Ja, hat sich gar nichts gebracht. Mag von euch wäre ein geilen Stab, aber nein, ich Stab vielleicht. Fackel von Falundin. 42. Das ist der Stab vom Orsino. Ja, bin ich jetzt auch nicht so begeistert, um ehrlich zu sein. Okay, na, der ist auch besser. Ja, Ausrüstung kann er sowieso nicht haben. Und das ist sowieso ein Scheiß, das brauche ich jetzt nicht. Gut, dann kann ich da quasi alles verkaufen. Alles verkaufen. Okay. Ja, scheiß drauf, komm. Da, 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 da. Alles weg. Hast du vielleicht. Achso, hätte ich vielleicht vorher schauen sollen, was er da hat. Jetzt weiß ich ja nicht mehr was. Ich hab nur gesehen, irgendwelche Dolche hat er, glaube ich, gehabt. Ach, scheiß doch. Das brauche ich alles nicht. Hast du Tränke? Danke. Da hat er nichts. Okay. Aber was hat er da? Verzauberung?
Okay, die Bianca. Rune des Feuers. Bitteschön. Die Chance erhöht, dass ein Gegner zurückgeworfen wird. Die sind natürlich ganz gut eigentlich für Fernkampf, ne? Okay, ist das jetzt ausgerüstet? Zurück? Hordert das jetzt um? Ja. Was sind das für Waffen? Sind das meine, was ich... Nee, das habe ich doch nicht ausgerüstet. Oh ja Gott, das ist meine Ausrüstung, ne? Oh cool, man kann... Die Ausrüstung von Erna Joano. Okay, warte, vielleicht hat er ja... Ja, vielleicht hat er ja irgendwas... Das ist mein Lager. Habe ich da irgendwas drinnen? Ich nehme das alles mal mit zum Verkaufen. Okay, da habe ich nur ein Kupfer, habe ich da jetzt immer gekriegt für das. Na, egal. Okay, warte mal, hat er Runen? Er hat halt auch keine Runen zum Kaufen. Schade. Und da kann ja nur die Verdingstel rein tun. Das ist mein Lager, das ist leer, da habe ich gerade reingeschaut. Sandel, aber sonst hast du ja immer Runen zu verkaufen. Schade. Ich bin direkt hinter euch, Hawk. Okay, Leute, weiter geht's. Ich fühle mich auf einmal so leichter ohne die ganzen. Wer kommt denn da jetzt? Schnell kommt's raus. Oh, war doch gut. Der ist aber auch noch... Wo? Na, komm, wir gehen da rein. Oh Gott! Okay. Also, das ist ein Magier und Templer. Und ein Dämon. Das ist... komisch. Schaut, wie gut die Bethany ist. Die nimmt automatisch gleich den Feuersturm daher. Aber was nimmt er? Eisige Umarmung. Hm. Nee, du haust da jetzt auch gleich einen Feuersturm rein. Go! Schön. So kehrt sich das mit zwei Magier. So kämpft man. Oh, es ist schon echt cool, zwei Magier im Team haben. Aber ernsthaft? Für zwei Truhen, wo zwei Schrottsachen drinnen sind? Bisschen enttäuscht. Naja. Was so ist. Aber es war cool. So. Ah, da sind alle. Schau, sie macht immer gleich Feuerball und so. So cool. Schön. Oh, das hat ein Rückmann. Machen wir erst die Kleinen durch das Foto.
Oder können wir nur mehr? Oh, also das ist so ein Jäger. Pass auf, die sind... Die sind voll gefährlich. Das sind die Meuchelmörder. Oh, da ist nur so einer. Er ist weg. Wo bist du? Auf dem Caesar ist er gegangen. Da war nicht Caesar. Hey. Habt ihr gesehen, wie er nur so einen kleinen Heiltrank genommen hat? Lieb. Da was versteckt? Nee. Okay. Blut? Bringen wir das da auf irgendwie? Nee. Kann ich da am Tisch irgendwas lesen? Also lesen, was ich dann ändert, lies, so? Nicht? Okay. Da drüben glitzert es. Ich schau mal, ob ich in die... Da komme ich nicht rein. Der geht's auch nicht auf. Gut, dann schaut sich das an. Ich auf die bleiben da alle stehen. Schnell hat's einen scheiß Feuerball! Naja. Hat schon Ass. Hätt cooler sein können. Okay. Bethany, was tust du da? Geh doch einfach außen um. Okay, der Dings muss unbedingt einen Barry köpfen. Gut aus. Wo bin ich? Da? Also die Bethany ist auf jeden Fall, man merkt, sie ist meine Schwester. Die ist auch sehr auf Krawall gebürstet. Denn die Feuerbälle sind auf jeden Fall von ihr. Kann man keiner erzählen, dass der Anders das gemacht hat. Von alleine. Ui. In die Ecke gedrängt, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Oh nein. Ich werde niemals begreifen, warum ihr sie verteidigt. Das ist eine alte Geschichte, die immer gleich endet. Gerade ihr müsst doch wissen, was es heißt, ein Sklave zu sein. Na, wir waren nie zuvor im Reich. Dort spucken uns die Magier an. Sie halten meinesgleichen wie Haustiere. Ja, aber bei uns ist das nicht so. Ich würde nicht kämpfen, um zu verhindern, dass das Gleiche auch hier geschieht? Dann denkt nochmal nach. Entweder ihr sterbt oder ich sterbe. Es endet so oder so. Shit, aber Fenris. Aber wenigstens hat er nicht so viel Leben, wie ihr gegeben habt, ne? Da hätte ich, glaube ich, viel mehr Leben. Yeah!
jetzt auch. Oh, Fenris, es tut mir voll leid. Tschüss. Gib mir all dein Loot, Fenris. Gar nichts gibt da. Alter, wir sind so ein cooles Team. Geil. Okay. Wirklich schade, man, Fenris. Nicht einmal Loot kriege von ihm. Okay, das ist komisch. Da oben geht's ja nicht weiter. Ah, da ist aber. Okay, warte mal, da ist offen. Eine Falle. Oi! Oh, Scheiße. Kriege Heilung, danke. Okay. Oi, Scheiße! Ah, oh, ihr habt's gespart gesehen. Anders ist tot. Okay, Anders. Ich glaube, du brauchst sogar einen Verletzungskrank. Ich hab gar keinen Loot. Hallo? Das war das Büro von Orsino. Erledigt. Schön, schön. Da sind nochmal coole Sachen eigentlich mal drinnen. Da komm ich auch rein. Da erwartet uns jetzt sicher ein großer Kampf. Also. Oh! Ich hab's doch nicht gewusst. Wow, aber gleich zwei von denen hat das jetzt. Oh. Okay. Okay, auf Jan. Los! Nice! Oh, Leiden! Juffe kämpft jetzt nur raus. Ausdauer dran. Ihr schafft es! Ganz alleine! Geil, ist tot. Mich hat den... So. Cool.
ist aber ein cooler Kampf. Eigentlich. Gegen die zwei Großen hätten wir jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Schön! Okay, dann haben wir das auch geklärt. Dann können wir ja da mal rausgehen. Wo geht's jetzt weiter? Ja, in die Galgenburg, oder? Sind wir jetzt beim Eingang? Genau, im Hof. Hof der Galgenburg, liebe Leute. Es Meredith. Ist also ach, soweit, Gott. Kallen? Endlich. Das ist der Kallen. Ich nehme an, ihr wolltet mich schon seit längerem loswerden. Ich hege keinen Groll gegen euch. Ihr habt euch das selbst zuzuschreiben. Ihr seid keine Magierin. Aber da ihr euch dafür entschieden habt, sie zu verteidigen, werdet ihr nun ihr Kommandantin, Schicksal teilen. Ich dachte, wir wollten den Champion festnehmen. Ihr werdet das tun, was ich euch befehle, Kallen. Nein. Kallen. Ich habe euch verteidigt, als Thrask anfing, von eurem Wahnsinn zu flüstern. Aber das hier geht zu weit. Ich dulde nicht, dass meine Befehle in Frage gestellt werden. Wir müssen unserem Weg treu bleiben. Was ist das für ein Schwert? Bei Andrastes Hintern. Bei Andrastes Hintern. Ihr erkennt es wieder, nicht wahr? Reines Lyrium, gefunden in den tiefen Wegen. Der Zwerg hat einen hohen Preis für seinen Fund gefordert. Er hat ihn umgebracht. Was? Wer hat wen umgebracht? Meredith. Er hat ihn umgebracht. Verstehe ich nicht. Ich sag die Götze. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das Ding so sehr wie ein Schwert ausgesehen hat. Ihr alle! Ich will ihren Tod! Kanagel. Genug! Kanagel auf Design, was ich sag. Steht. Kommandantin, trete zurück! Ich enthebe euch eures Amtes! Kannst du das, Kallen? Mein eigener Hauptmann ist dem Einfluss der Blutmagie zum Opfer gefallen. So wie ihr alle. Ihr seid schwach und gestattet es den Magiern, euren Verstand zu kontrollieren. Dieser Laserschwert! Aber ich brauche nicht einen einzigen von euch. Ich werde diese Stadt auch allein beschützen. Das ist ein Laserschwert, das mag ich haben. Dann müsst ihr zuerst an mir vorbei. Ei. Mörrischer Junge. Genau wie all die anderen. Kallen. Sie hat den Verstand verloren, genau wie Bartrand. Ach, deshalb bist du dumm. Also so. Ja. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Alter, schaut das cool aus. Also vielleicht mag sie die Magier gar nicht umbringen in echt. Also in echt so. Sondern das Lyrium sagt es, sie soll das da. Naja, ist mir egal, ich bring's jetzt trotzdem um, ne? Auf sie mit Gebrüll! Ja. Was sind jetzt all die anderen Templer, die da jetzt gestanden sind? Da hilft mir jetzt keiner, oder was? Gut. Also der Kallen. Also, sie macht gerade einen Sprungangriff, ich lauf einmal weg. Cäsar? Okay, man kann sie nicht betäuben. Ah ja, gut, okay, dann machen wir mal. Oh, hier, was passiert? Was ist das schon? Deine Dienerin fleht, um die Stärke dieses Übel zu besiegen. Alter, was passiert? Alter, was ist das? Um.
Okay. Aber sie tut da jetzt nichts, ne? Ich kann ihn nicht einmal anwählen. Ah, jetzt. Oh Mann. Okay, da kann nichts. Leute, da kann nichts. Was Saffron? Also. Okay. Evelyn, das Saffron ist jetzt auf einmal da. Warum? Weiß ich nicht. Hi Saffron. Kommt jetzt die Nightingale Arbeit? Ja, das ist jetzt cool, ich meine, cool, dass er da ist und so, ne? Aber hätte da Hallo sagen können. Wer kommt da jetzt? Wer bist du? Nathaniel Howe. Cool, jetzt kann man alle und helfen machen. Das finde ich cool. Was tut er? Ist der stärker wie der andere? Weil ich mir schon vorstelle, wir sind jetzt am mehr Leid. Was passiert da jetzt? Sklavenstatue. Also ich muss jetzt irgendwie gegen die ganze Galgenburg kämpfen. Gegen die Deko. Gegen die Deko. Oh, sie explodiert. Ah, gut. Ausdauertrank, bitte, danke. Oh, ich hätte gern ein bisschen Heilung. Sie verschwindet wieder. Okay, ich hilf dort drüben auch noch kurz mit. Alter! Erzählt's mir doch ein bisschen zu viel, gell? Die greift auf allen Vieren auf, aber. Warum kann sie das überhaupt? Warum kann die die ganze Deko da lebendig machen? Und warum können die Feuerschwein? Hey, mein hinterhältiger Ding hat ihm gar nichts gemacht. Was? Okay, die Meredith kommt wieder. Wir sind alle betäubt, dass du da Varric. Ja, Varric! Alter, Varric!
Hört ihr mich, Champion? Ich werde euch besiegen. Leute, seht ihr gerade, was passiert ist? Varric ist schon wieder MVP. Auf, kann man schon sagen, ne? Ja. Okay. Nicht unterliegen. Erbaue. Es passiert wieder was. Geh doch jetzt noch hin. Jetzt kümmern sie wieder. Jetzt trauen sie sich wieder, gell? Jetzt trauen sie sich alle wieder her. Seht, was ich getan habe. Über das Massaker wurde überall berichtet. Der Name des Champions wurde zum Schlachtruf. Eine Erinnerung daran, dass die mächtigen Templer besiegt werden können. Sie hatte die Magier gegen grausames Unrecht verteidigt und viele von ihnen überlebten, um darüber zu berichten. Der Zirkel erhob sich und steckte die Welt in Brand. Weitere Templer kamen nach Kirkwall, um die Ordnung wiederherzustellen. Doch da waren wir schon längst fort. Wir verschwanden in den Bergen, waren letztlich Isabella. Alle irgendwann gezwungen, den Champion zu verlassen. Nein. Nun, wir alle außer Anders. Ach nö. Die Geschichten hört man natürlich weiterhin. Und sie werden immer gewaltiger, auch wenn ihr Kern die Wahrheit bleibt. Eine Legende war geboren. Und das war's. Das ist die ganze Geschichte. Dann hat Meredith den Zirkel also provoziert. Sie trug die Schuld. Oder dieser verdammte Götze. Oder Anders. Sucht euch etwas aus. Und dennoch, wäre der Champion nicht dort gewesen, dann wäre es vielleicht niemals so weit gekommen. Ich verstehe. Und wie hilft euch dieses Wissen jetzt? Ihr habt bereits alle Zirkel verloren. Und haben nicht auch die Templer rebelliert? Ich dachte, ihr hättet entschieden, die Kirche zu verlassen, um die Magier zu jagen. Nicht alle von uns wünschen sich Krieg, Varric. Bitte, wenn ihr wisst, wo der Champion ist, dann müsst ihr es mir sagen. Sie ist eine Heldin. Eine Frau, auf die die Magier hören würden. Jemand, der von Beginn an dabei war. Der Champion könnte diesen Wahnsinn aufhalten, bevor es zu spät ist. Sie ist möglicherweise die Einzige, die es kann. Ist es das, worum es hier geht? Wenn das so ist, wünschte ich, ich könnte euch helfen. Dann verrate mir nur eines. Ist der Champion tot? Oh, das bezweifle ich. Dann steht es euch nun frei zu gehen, Varric. Möge der Erbauer in den dunklen Zeiten, die vor uns liegen, über euch wachen. Das wünsche ich euch auch, Sucherin. Lebt wohl. Und? Habt ihr... Sie ist fort. Genau wie der Wächter. Nightingale, oder? Naja, so wie er an der Stimme kennt. Also, bleiben wir bei unserem ursprünglichen Plan oder suchen wir weiter? Es liegt jetzt in den Händen des Erbauers. Wir müssen auf ihn vertrauen.
Zauberer. Oh mein Gott! Nee. Champion von Kirkwall. Freigeschaut. Nee! Sie ist auch. Traurig. Just don't steal from me. I'm not calling you a ghost. Stop haunting me. I love you so much. I'm gonna let you kill me.
Tja, liebe Leute, durchgespült, würde ich sagen. Es war jetzt doch schneller aus, als ich mir gedacht habe, um ehrlich zu sein. Weil, also ich habe jetzt wirklich nur gedacht, dass wir eigentlich nur im Zirkel da umher spazieren und dass da noch irgendwas passiert und so. Aber wir sind dann einfach aus Kirkwall gegangen, haben Kirkwall den Rücken gekehrt und sind untergetaucht. Und die Sucherin, wo anscheinend die Nightingale irgendwie so der Boss ist, ich kann mir halt vorstellen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ja, sie kehren halt zur Kirche, ne? Vielleicht versuchen sie da die Kirche irgendwie neu aufzubauen, kann ich mir halt vorstellen. Und jetzt suchen mich halt jetzt, weil sie wissen, dass ich einen guten Draht zu den Magier habe und dass ich eben da vermitteln kann. Und sie wollen wahrscheinlich das ganze System da, Magier, Templer und so weiter, neu aufbauen, kann ich mir vorstellen. Ob sie mich jemals finden werden? Keine Ahnung. Aber es war halt auch jetzt beim Endkampf wieder so, auf einmal war der Saffron war da. So einfach so war er auf einmal da und auch der eine Hau war da und das ist manchmal so komisch irgendwie. So, die sind halt einfach da. Wie mit der Bethany, wo wir zweimal die Bethany, also unsere Schwester, getroffen haben. Und das Wiedersehen, das habe ich schon gesagt, das war immer so komisch. Auf einmal war sie wieder weg, dann ist sie wieder da. Egal. Ja. Und ja. Anscheinend sind die ganzen Magierzirkel heute halt jetzt. Ja, ich weiß, das weiß man nicht, gell? Sind die jetzt überrannt? Also sind die zerstört worden von den Templern? Oder nicht? So. Das weiß man eigentlich alles jetzt gerade nicht, gell? Man hat nur gesehen, dass der Varric sein Anwesen in der Oberstadt hat. Vielleicht wohnt er eh in meinem Anwesen. Ich schenke es ihm gern. Varric kriegt alles von mir. Und ich frage mich aber trotzdem, was ist, ne? Wenn man sie anders entschieden hätte, also gegen die Magier. Ich kann mir eben vorstellen, da der Kampf gegen Orsino, also das wäre sicher genau gleich gewesen. Nur, dass wir halt mit den Templern da reingelaufen wären und gegen ihn dann kämpfen müssen. Und ich kann mir halt dann auch vorstellen, dann draußen in der Galgenburg, dass wir halt dann erkennen, dass die Meredith da irgendwie besessen ist wegen dem Lyrium-Schwert, das sie sehr gerne gehabt hätte, aber lieber doch nicht, wer weiß, was da mit mir passiert. Und ja, dass wir das immer erkannt haben und dann auch gegen sie gekämpft hätten, so irgendwie. Weiß man nicht. Aber wer stößt sich gegen die Magier, wenn die eigene Schwester Magierin ist und weiß, dass man das dann unterstützt, dass alle Magier umgebracht werden? Das ist halt auch hart, ne? Also wie kann man sich so entscheiden? Und naja, man hat gehört in der Geschichte, Anders ist noch immer bei uns. Warum auch immer, ich habe Schluss gemacht mit ihm, ne? Da kann sie da sein eigenes Versteck suchen. Ja, aber ich frage mich ja, was ist denn jetzt mit den DLCs, ne? Zeichen der Assassinin? Es waren ja zwei Geschichten, was man spielen hätte können. Ich höre in ein Haus in Kirkwall. Ja, was ist denn da jetzt, wenn ich einfach weiter spiele? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht in Kirkwall sein. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss von Dragon Age 2. Stürze dich mit weiteren Inhalten zum Herunterladen in neue Abenteuer, die auf deinem Anwesen ihren Anfang nehmen. Herzlichen Dank. Viel Spaß wünscht das gesamte BioWare-Team. Aber das ergibt halt schon wieder gar keinen Sinn, ne? Warum bin ich jetzt in Kirkwall? Cäsar!
Ja, du bist immer an meiner Seite, gell? Ja. Stets zu euren Diensten, Champion. Ich kann das für euch machen. Ich kann das für euch machen. Ist der Anders du? Okay. Was ist am Schreibtisch? Nix. Warum ist da der Pfeil, der irritiert mich? Okay, gut, ich könnte jetzt das quasi machen. Und ich werde es auch machen, weil das interessiert mich wirklich. Aber dann machen wir das in einer weiteren Episode, würde ich sagen. Dragon Age ist offiziell durchgespült. Also, ja, ich nenne es durchgespült ist auch auf jeden Fall. Aber wir sehen uns dann in den DLCs wieder. Bis dahin, ciao.